Alps liegen hinter uns. Wir wollen keine faulen Eier! Keine faulen Eier! Wir wollen keine faulen Eier! Unsere Forderung ist auch nicht angemessen! Sie ist überfällig! Das war super geil heute. Spitze. Geile Aktion heute. Die Jugend ist am Start. Wir sind kampfbereit. Als GbR-Vorsitzender der Framatom GmbH war ich heute überrascht über die große Anzahl der Teilnehmer hier am Standort in Erlangen. Wir haben auch unseren Anteil an den Produktivitätssteigerungen. 4%, das haben wir uns verdient. Das Wetter ist wunderbar. Macht überhaupt nichts aus. Wir brauchen die 4% und die unbefristete Übernahme für die Jugend. Eine Ohrfeige gegenüber die Leute, die jetzt die letzten 3 Jahre sich den Hintern aufgerissen haben. Wir haben letztes Jahr schon eine Nullrunde gehabt aufgrund der Pandemie, ja, haben auch hier solidarisch mitgewirkt und jetzt, es gibt was zu verteilen, man kann sich die DAX-Konzerne anschauen, man kann sich die Aktienwerte anschauen, es sind überall Gewinne erwirtschaftet worden. Wir machen alles, was menschenmöglich ist in der Produktion, wir sind flexibel, wir kommen, wenn viel Arbeit ist, wir kommen nicht, wenn wenig Arbeit ist. Wir machen Überstunden, wenn es nötig ist. Wir bleiben auf Zeitkonto daheim, wenn es nötig ist. Alles, was möglich ist. Und dann sollen wir uns dafür auch noch beschneiden lassen. Seit 3 Jahren gab es keine Entgelterhöhung mehr. So nicht, lieber VW. Wir haben mehr verdient. Wir sind die Zukunft. Uns gehört die Zukunft und wir gestalten sie auch verdammt normal. Und ich habe mich echt gefragt, wie viel soll man denn noch ertragen? 1253 Stellen abgebaut, jetzt keine Lohnerhöhung. Ja, kein Weihnachts- und Urlaubsgeld mehr, wenn es blöd läuft. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab echt die Schnauze voll. Schöffler geht's gut. Gibt es ein Angebot? Es steht im Raum, das Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld abzuschaffen. Das ist eine Farce, das ist lächerlich, das ist keine Wertschätzung für das, was wir Tag für Tag in den Betrieben leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war ein toller Warnstreik. Das war toll heute. Klasse Veranstaltung und es ist wichtig, dass wir jetzt auch für diese 4% kämpfen. Das war toll heute.
Das hat heute richtig Spaß gemacht. Liebe Arbeitgeber, bereitet euch auf eine harte Auseinandersetzung vor. Und wenn die bis nach Ostern dauern sollte, dann werden wir als IG Metall auch das nach Ostern noch stemmen können. Unser Ziel ist es, die Einkommen zu erhöhen für die Kolleginnen und Kollegen. Es wurde hier mehrfach erwähnt, um was es geht. Und die Pandemie ist für uns kein Hinderungsgrund, sondern eher noch ein Ansporn darauf, mit noch witzigeren und tolleren Aktionen nach außen zu treten. Also zieht euch warm an.